übrigens, wir haben die Radio Arabella Band. Sie spielt heute Andacht. Ich glaube, wenn man reinkommt, sieht man schon, dass sich wirklich vieles geändert hat. In Gelegenheit haben wir aber noch eine ganze Menge verändert, wodurch wir ein bisschen mehr Kapazität verstanden, indem wir hier alles offener, luftiger gemacht haben, die Einstiege breiter gemacht haben. Sie haben gesehen, hier ist ein Sitz weggenommen, ein lichterförmiger Einstieg, damit die Leute schneller rein und rauskommen und auch weiter in das Fahrzeug reingehen. Wir haben eine völlig neue Deckenbeleuchtung, LED, Tageslicht abhängig, also heller, wenn es draußen dunkel ist, dunkler, wenn es draußen heller ist, Information, ein breiter Screen mit zwei unterschiedlichen Bildschirmen, wo wir ab Mitte nächsten Jahres dann auch Echtzeitinformationen haben werden im Fahrtablauf. Wir werden auf der anderen Seite zusätzliche Informationen. Sie werden auch sehen, dass die draußen diese neuen Piktogramme haben, dass sie genau sehen, wo kann man mit dem Fahrrad rein, wo kann man mit dem Rollstuhl rein, wo kann man mit dem Kinderwagen rein, das ist sehr funktionsgerecht. Des Weiteren werden Sie sehen, wenn wir dann hinterher mal aussteigen, dass an den Türen wir jetzt ein helles Licht haben. Und wenn die Türen freigegeben sind, werden Sie dort ein grünes Licht vorne sehen. Und wenn die Türe schließt, ein rotes Licht an. Wir haben rund 34.000 neue Sitze eingebaut, also Sitzlehnen, Sitzpolster und natürlich ein Rückenpolster. Wir haben dann 750 Kilometer Kabel verlegt. Dann haben wir rund diese Bildschirme, die wir dort haben, sind rund 1.900. Und natürlich diese Stehlen, 3.800, doppelt so viel. Und als nächstes natürlich, wenn Sie sich anschauen, vorne und hinten haben wir neue LED-Anzeigen an den Zügen. Und kombiniert mit dem Fußbodenbelag sind es rund 36.000 Quadratmeter, die wir in Fußböden verlegt haben. Einen Platz, wo man den Koffer abstellen kann. Das heißt also, wenn die Fahrgäste kommen, ist extra hier ein Kofferzeichen, dass man hier seinen Koffer abstellen kann. Und wenn man hier schaut, sind die Sitze jetzt unten frei. Das heißt, man kann den Koffer bequem unter den Sitz reinschieben, wie im Flieger. Man muss also nicht mehr nach oben zu den Ablagen, sondern kann den Koffer unten reinschieben. Circa 930.000 Euro kostet die Umrüstung eines Fahrzeugs. Bis 2020 sollen alle 238 Fahrzeuge umgerüstet sein. Steffi Schaller und die Arabella Band sorgten für eine großartige Stimmung bei der Vorstellungsfahrt.